Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind einander ja nicht unbekannt. Ich erinnere mich noch gut an die Diskussionsveranstaltung im Fiegelhaus im April 2018. Es ging darum, eine neue Kultur des Zuhörens zu entwickeln. Zuhören, ohne Unterschiede zu verschweigen. Brücken bauen, aufrichten statt niedermachen. Zusammenführen statt auseinandertreiben. Krisen bewältigen über alle weltanschaulichen und politischen Grenzen hinweg. Das ist wichtig, besonders jetzt. Wir bemühen uns alle um den Neustart Österreichs nach dem großen Lockdown während der Corona-Pandemie. Das Herunterfahren Österreichs im März 2020 war etwas Neues, gänzlich Unbekanntes. Für das Hochfahren unseres Landes gibt es auch kein historisches Beispiel. Es gibt aber etwas anderes, eine große Inspiration. Vor genau 75 Jahren begann ein erstaunlicher Wiederaufbau. Aus dem Schutt und den Trümmern des Weltkriegs musste Österreich ab 1945 komplett neu aufgebaut werden, materiell und vor allem auch geistig. Leopold Figl hat ganz, ganz wesentlich dazu beigetragen, was Ihnen natürlich bestens bekannt ist. Die Situation damals und heute ist nicht vergleichbar, aber eines ist den Jahren 1945 und 2020 gemeinsam. Nichts geht ohne den großen Geist der Solidarität und der Gemeinsamkeit. Besonders schätze ich, dass Sie auch auf die größere Solidarität in der Europäischen Union setzen, dieser einzigartigen Friedensleistung. Wir brauchen Impulse und Inspirationen für eine leidenschaftliche europäische Zusammenarbeit. Dafür stehen Sie alle, die hier versammelt sind. Davon lassen Sie sich inspirieren und anspornen. Also in Erinnerung an Leopold Figl gehen wir gemeinsam lächelnd und geistvoll und irgendwann sogar wieder Hand in Hand. Danke, alles Gute und einen schönen Abend.